Trader. Mit uns hast du gute Karten. Hallo Community, wir sind es wieder von Trader Online Video. Ich bin der Micha, hier mit dem Patrick, unserem Judge zu Gast. Hallo. Und heute dem Tobi von GameGenic. Hi. Und unserem Wildcard-Gewinner, dem Julian. Hi, ne? Denn wir haben ja eine Ausschreibung gemacht. GameGenic hat gesagt, komm, lass uns doch mal zusammen Magic spielen, damit ihr auch mal seht, dass GameGenic auch Magic begeistert ist und auch Magic spielen kann. Ne? Und, ich hoffe es. Schauen wir mal. Ja, ne? Und, ja, und Julian hat gewonnen und wir spielen. Hast auch schon schöne Produkte abgesagt. Ja, okay. Da gehen wir gleich noch drauf zu. Aber wir spielen die Commander-Decks, die Commander-Starter-Decks, die jetzt ganz neu am Start sind, so gesehen. Welche Kommandeure wir spielen, dazu kommen wir gleich, denn erstmal vorneweg könnt ihr nämlich auch was gewinnen. Und zwar von GameGenic jetzt die brandneuen Closable Inner Sleeves. Da kannst du gleich noch was zu sagen, Tobi. Zusammen mit den matten Prime Sleeves und damit man das Ganze auch noch verstauen kann mit dem Sideholder 100 plus XL. Ja, das könnt ihr gewinnen, wenn ihr den Kanal abonniert oder abonniert habt, das Video liked und kommentiert. Da wünschen wir euch viel Glück. Und wir haben ja schon gesleeved, aber die sind jetzt brandneu, sagst du, ne? Genau, die sind jetzt released. Das ist die Closable Inner Sleeves. Auch wir spielen heute auch mit den Inner Sleeves. Wir haben die jetzt neu auf den Markt gebracht. Das ist das Gegenstück zum Sealable von Dragon Shields. Mhm. Das heißt vier Kantenschutz und weil es mal 100% safe und die Karte ist geschützt. Ja. Das ist das, was wir Magic-Spieler wollen. Yes. Und ja, dann drücken wir die Daumen für den Gewinner für dieses wunderschöne GameGenic Package. Ja. Genau, toi toi toi. So, und ich bin mal gespannt, was wir denn jetzt zocken, denn wie gesagt, die Commander Starter Decks sind ja auch komplett neu. Wir haben schon mal ein Video gemacht mit dem Arena Einsteiger Paket, ne, was praktisch ja, weil Magic ist ja eigentlich klassisches Duell Magic, ne, oh. Und dann hat Magic aber nach und nach gemerkt, dass auch sehr viel Multiplayer gespielt wird und jetzt auch erstmalig Commander Starter Decks rausgebracht. Tatsächlich gibt es das von 5. Die unboxen wir auch alle, ne? Aber bespielen tun wir jetzt nur diese vier und ich habe jetzt Drakonische Zerstörung, das ist das rot-grüne Deck mit dem Decklord Ataka, die Weltenverschmelzerin, legendärer Drache, 6-4, fliegen verursacht Trampelschaden, immer wenn ein Drache, den du kontrollierst, angreift, erhält der Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Ich bin mal froh, dass ich mal so was spielen kann, weil normal spielt das mein Sohn, der Julian immer, jetzt haben wir den Julian, aber Julian ist ja schwarz-rot und du hast dir was gegriffen? Ich habe mir Kadur Doomscar-Krieger für 2, einen schwarzen, einen roten. Das ist ein 4-3er Dämon Berserker. Und immer wenn er ins Spiel kommt, greifen bis zu deinem nächsten Zug Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, in jedem Kampf an, falls möglich, und greifen einen anderen Spieler an, als dich, falls möglich. Also werden angestachelt. Okay. Und immer wenn eine angreifende Kreatur stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und ich erhalte einen Lebenspunkt dazu. Spannend. Ja, und Tobi? Gisa und Geralf, ich mache hier auf jeden Fall einen auf Zombie. Ja. Und wenn Gisa und Geralf ins Spiel kommen, millst du 4 Karten. Einmal während jedes deines Züge kannst du einen Zombie-Kreaturen-Zauber aus deinem Friedhof wirken. Ja, 4-4. Typisches schwarz-blaues Deck. Okay, Patrick. Ja, ich komme meiner Berufung nach mit Isperia, oberste Richterin. Ich habe nämlich das Flugpioniere-Deck, das weiß-blaue. Und Isperia ist eine Sphinx für 2 generische Mana, 2 weiße, 2 blaue, eine 6-4 und wie es sich für eine Sphinx gehört, fliegt die auch. Und immer wenn eine Kreatur mich oder einen Planeswalker, den ich kontrolliere, angreift, kann ich eine Karte ziehen. Oh. Okay, bin sehr gespannt, was die Decks können. Ja, dann holen wir sie mal raus. Ne? Ich habe ja hier schon so einen schönen GameGenic-Karten. Welches ist das? Ne? Das ist der Watchtower XL. Da passt das Deck nämlich mit Inner Sleeves hier dann einmal komplett so rein und ich kann mir das hier so als Schuber hinlegen. Genau. Dass ich immer so tuk, 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 so alles hier so rausschuber. Und nochmal richtig cool ist, ich habe hier so eine Box, wo ich meine Würfelchen drin habe. Bam! So. Und ihr? Alles parat. Sieht gut aus. Ja. Was habt ihr? Welcher ist das? Das ist der Stronghold XL. Das ist die große Version. Da hast du dann 2 Boxen A100 und ja, jetzt genauso. Das, du hast es jetzt gerade schön gezeigt, nochmal ein schönes Feature. Die meisten Spieler sind gewohnt, aber wir wollen ja unsere Karten schonen und bei uns ist immer alles so, dass du die Karten schonen kannst, kannst an der Seite rausnehmen, hast 2 Fächer für 100 Karten in Extra Sleeves, wie mit den Closable Inner Sleeves, da passt dann alles perfekt. Ja, also ich lasse meinen jetzt hier so drin, ne? Stört ja, euch nicht, ne? Das ja, ist okay. Super. Gut, wunderbar. Ja, ich habe hier, ich weiß es nämlich, ich habe einen Sidekick. Ja.
Und zwar auch in dem Fall 100 plus XL. Ja. Sprich, auch hier passen die Closable Sleeves in den normalen Sleeves mit rein. Und ich habe sogar immer noch ein bisschen Platz für meine Token. Und auch hier der seitlich greifbare Stack. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Fantastisch. Ja. Und ich habe dann, wie immer, wenn ich zum Commander, wenn ich zur Commander-Runde gehe, dann nehme ich immer den Cuts. Layer mit, da passen dann 4 Decks rein. Ja. Hast dann auch nochmal für Tokens. Ich habe das jetzt hier. Ein bisschen so drin, dann sieht man seine Kamera besser. Genau, ja. Also ich habe dann hier auch meine Tokens rein. Hier ist auch super, kommst auch immer an deine Karten rein. Auch für Flash- und Blood-Spieler vielleicht mal interessant. Da passt nämlich auch Mini-Snap-Cases rein. Und ja, oder Tokens, so wie meine Zombies, die müssen ja auch einen Platz haben. Davon hat man 2 Fächer und man Würfel etc. Live-Counter, also da ist immer alles, was man braucht. Ja, deswegen. Alright. Dann legen wir los, oder? Ja. Dann legen wir los. Ja. Einmal kurz würfeln, wer denn am höchsten würfelt, darf anfangen oder was? Ich habe eine 18. Oh, leg gut los. 9 ist nix. 14 ist auch tiefer. Komm, Judge. nee, doch nicht. Sind mich letzter. 16. Ja. Richtig. Na gut, okay. Na toll, jetzt bin Wunderbar. Ich der Letzte. So, außer Micha sagt, ich darf anfangen. Gemischt haben wir ja schon. Nee, ich möchte gerne anfangen. Aber dadurch, dass wir ja Commander spielen, wir wollen es ja mit den Starterdecks auch mal so handeln, dass wir euch ein bisschen mehr erklären, als es sonst der Fall ist. Also bei Commander, wir haben immer einen Kommandeur, der liegt hier in der Kommandozone. Das haben wir hier oben. Wir spielen mit 40 Lebenspunkten anstatt mit 20. Und wir ziehen ganz normal regulär 7 Karten. Aber weil es jetzt Multiplayer ist, haben wir einen Free Mulligan. Das heißt, wenn uns die Hand nicht gefällt, dürfen wir nochmal jeder 7 neue Karten ziehen. Und ich als Startspieler darf auch, wenn ich starte, eine Karte ziehen. Korrekt, korrekt. So, habe ich doch alles richtig gesagt. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann schauen wir nochmal. Und was noch, weil ich nochmal zeigen wollte, ich habe den Kommandeur, dass ihr mal seht, wie so ein Inner Sleeve funktioniert. Ne? Der ist ja so, ist der da drin. Und dann ist der praktisch hier so reingeschoben. Da ist er, weil man das immer ordentlich erkennen kann, aber sprich, der geht dann hier so rein. Und dann ist der halt so mega safe in dem Sleeve nochmal drin. Ne? Also absolut supi geschützt. So, und jetzt kommen meine Karten auf die Hand. Und dann bin ich ja der aktive Spieler. Das heißt, ich darf zuerst sagen, ob ich jetzt halte oder nicht. Ne? Du musst sogar als Erster sagen. Ich muss sogar als Erster sagen. Ich hatte schon Panik gehabt, dass mein Commander, weil ich immer gewohnt bin, dass er immer da an den Karten ist. Mit reingemischt. Und dann so, Mist, ich habe ihn reingemischt, aber er liegt ja hier. Ja. Jetzt habe ich ja noch keine Ahnung, wie das Deck sich so spielt, aber Commander hat ja auch immer ein bisschen mehr Zeit, sich aufzubauen. Das heißt, ich halte das mal. Oh, ich halte auch. Ich halte das auch mal. Ich versuche das auch. Okay. Da fängt ja gut an. War gut gemischt. So, darf ich loslegen? Ne? Ich lege es doch lieber so. So. Ist doch optimal. Mhm. Okay, dann kommt bei mir der Pfad der Ahnen. Der kommt getappt ins Spiel und für Tappen erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe. Der Farbidentität deines Kommandeurs. Farbidentität bestimmt sich durch die Mana-Symbole, die in der Karte enthalten sind. Genau, ne? Also nicht nur die Mana-Kosten selbst, sondern halt auch die, der Regeltext, also beziehungsweise die Fähigkeiten der Kreatur bestimmen. Ja, wenn da noch lustige Farben drin sind. Genau, und meine wären dann jetzt entsprechend rot-grün. Also sprich, erzeuge ein Mana der beliebigen Farbe der Farbidentität deines Kommandeurs. Wenn dieses Mana ausgegeben wird, um einen Kreaturenzauber zu wirken, der einen Kreaturentyp mit deinem Kommandeur gemeinsam hat, wenn der Hellsicht 1 an. Kreaturentyp ist bei mir Drache. ja, und Hellsicht 1 heißt, schau dir die obersten Karten deiner Bibliothek an. Du kannst sie unter deine Bibliothek legen. Kommt getappt rein. Mhm. Fettisch. Dann ziehe ich eine Karte, lege einen Sumpf und gebe schon ab. Okay, dann ziehe ich auf. Ich muss ja sagen, ich finde das super, dass die Commander Starterdecks rausbringen. Die sind preislich sehr günstig und haben ja jede Karte nur einmal. Wie gesagt, schaut euch die Unboxings dazu an und schon mal absolut Daumen hoch. Ich spiele einen Sumpf und dann bringe ich direkt mal die Brosche des Wandersmanns ins Spiel. Ist ein Artefakt. Ich kann das für 2 opfern und dann wird die eben geopfert und dann durchsuche ich meine Bibliothek nach einem Standardlandkarte und bringe das dann getappt ins Spiel. Mhm. Und rampen möchte er. Ja, habe ich mir gedacht. Fangen wir damit an. Ja. Alles klar. Ich vermute, dann bin ich mal dran. Dann darf ich mal eine Karte ziehen. Und ich fange gleich mit der besten Karte im ganzen Spiel an. Jetzt kommt mit einer Insel. Achso, so. Und dann wende ich auch schon meinen Zug. Okay, dann tappe ich mal. Ziehe. Dann kommt bei mir ein Gebirge.
Aber tatsächlich kann ich mit zwei Mana noch nichts machen und gebe ab. Okay, dann ziehe ich, lege auch ein Gebirge und ich kann auch nichts mit zwei Mana machen, gebe ich ab. Wer hast du da, was man zwei Mana machen kann? Ja, guck mal, da baut sich auch ein bisschen langsamer auf. Ne? Ist ja auch nicht wirklich unbedingt ein Einsteigerformat, weil man nachher sehr, sehr viele Effekte natürlich am Tisch hat. Aber ich finde schon mal cool, dass es bei den Starterdecks zum einen günstig zu haben ist und zum anderen, denke ich mal, nicht so krass zu spielen sein wird wie die regulären Commander-Decks. Ne? Aber abwarten. Ich werde jetzt genau das machen. Ich tappe meine zwei Länder, muss ich zwei bezahlen, opfer das und suche jetzt ein Standardland, bringe das getappt ins Spiel und gebe dann schon mal meinen Zug ab. So, dann geht es bei mir auch natürlich schon gleich sehr, sehr gut weiter mit noch einer Insel. Besser geht's nicht. So, Counterspell, ne, ist möglich. Und dann bin ich mein Zug. Okay, dann ziehe ich mal. Dann kommt bei mir mal ein Wildpfad. Wildpfad, so wie der Wildpfad ins Spiel kommt, kannst du eine Gebirge- oder Waldkarte aus deiner Hand offen vorzeigen. Falls du dies nicht tust, kommt der Wildpfad getappt ins Spiel. Ich zeige euch mal ein Gebirge. Und der gibt mir für Tappen rotes oder grünes Mana. So, jetzt haben wir drei. Und für drei kann ich auch endlich mal was sprechen. Und zwar drei beliebige Mana, kommt bei mir ein Artefakt. Hort des Drachen. Ne? Beliebige Mana heißt, ich kann ja Mana jede Farbe meiner Wahl verwenden. Immer wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Goldmarke auf den Hort des Drachen. Für Tappen entferne eine Goldmarke vom Hort des Drachen, ziehe eine Karte. Oder für Tappen erzeugt ein Mana eine beliebige Farbe. Da ist es. Könnte mir jetzt noch ein Mana machen, ist ja direkt einsetzbar, aber brauche ich nicht. Kann ich nichts mehr machen. Gib ich ab. Du hordest erstmal. Ich horde. Okay, ich lege einen Sumpf. Und dann für drei Mana spiele ich meine erste Kreatur oder die erste Kreatur überhaupt. Vampir-Nachtschwärmer. Der kostet. Oh, der ist super, das ist mein Lieblingsvampir. Ein beliebiges, zwei schwarze, zwei, drei. Der hat Fliegen, Todesberührung, Lebensverknüpfung. Das heißt, wenn irgendeine Kreatur von dem Schaden bekommt, stirbt die Kreatur sofort. Und Lebensverknüpfung heißt, immer wenn ich Schaden mache, kriege ich genauso viel Leben dazu. Und dann gebe ich ein. Blut aussaugen. Nur auf der falschen Seite. Teppich, Team. Ich habe gerade schon den Gedanken, ob wir jetzt machen. Wir machen jetzt Team Trader gegen Team Gegner. Aber nein. Man hat ja bei Commander immer so ein bisschen Verhandlungen am Tisch. Ne? Genau. Ja. Michael, du fängst schlecht an. Ich habe auch gelegt, wann warte ich, bis der erste Drache kommt. Nein. Nee. War natürlich nicht. Richtig, okay. Patrick? Ich merke schon die Blicke von der Seite hier. Ich fange mal so an. Für vier. Zwei schwarz, zwei blau. Bringe ich auch mal eine Kreatur ins Spiel, den Laborsklave. Zombie-Schrecken, 3-4. Zu Beginn jedes Endsegments ziehst du eine Karte, falls du in diesem Zug einen Zauberspruch aus deinem Friedhof gewirkt oder eine Fähigkeit einer Karte aus dem Friedhof aktiviert hast. Karten ziehen. Alle wollen die Karten ziehen. Dann bin ich mal dran und ziehe eine Karte. So. So, dann habe ich diesmal eine Ebene und für drei Mana spiele ich die Sphäre des Kommandeurs. Das ist ein Artefakt. Für drei farblose kann ich, oder drei beliebige, kann ich das tappen, um ein Mana in der Farbidentität meines Kommandeurs zu erzeugen. Oder ich kann die opfern, um eine Karte zu ziehen. Und dann melde ich meinen Zug. Gut, dann tappe ich mal. Ziehe. Lege einen Wald. So. Und dann sage ich mal, für ein Mana einer beliebigen Farbe, rot. Das klappt, der Farbidentität des Kommandeurs passiert ja auch, wenn der Commander noch in der Kommandozone ist. Ne? Die Farbidentität ist immer. Okay, ja. Gut. Ja, dann ist ja hier, dann nehmen wir rotes Mana, noch mehr rotes Mana und drei dabei. Geht es los hier? Lege ich einen
Blutzolldrachen. Ne? So, das ist auch mal cool, so das war zu spielen. Ne? So, jetzt habe ich ja hier erstmal den Effekt, um meinen Kreatur zu bewegen, der einen Kreatur zu bewegen, wenn der Hellsicht 1 an. Mhm. Ne? Dann habe ich jetzt gewirkt. Mhm. Ne? Das heißt, dann kommt erstmal der Hellsicht 1 Effekt. Genau. Ja. Und erst danach kommt das die Kreatur überhaupt ins Spiel. Genau, das heißt, ich schaue mir jetzt die oberste Karte meiner Bibliothek an und kann entscheiden, ob ich sie auf die Hand nehme oder unter meine Bibliothek legen möchte. Und ich lege sie unter meine Bibliothek. Also nicht auf die Hand, du hast gerade auf die Hand nehmen, sondern ob du die also oben ja. lässt oder... Ob ich sie oben lasse oder unten drunter lege. So, komm unten drunter. So, Blutzolldrache. Ne? Fliegend, 5-5. Wenn der Blutzolldrache ins Spiel kommt, fügt er einem Gegner deiner Wahl 5 Schadenspunkte zu, es sei denn, der Spieler opfert eine Kreatur. Und ich möchte dich zum Ziel nehmen. Und gucken, den werde ich nicht opfern. Ja, der gibt dir ja schließlich auch Leben zurück. Vielleicht brauche ich einen Fliegen noch. Habe ich auch gedacht, deswegen trifft dich das nicht so hart, wenn ich dich zum Ziel nehme. Ne? Also, nämlich 5 Schaden. 5 Schaden. So. Merkt ihr das aber? Ja, aber er kriegt ja auch Leben, deswegen tut es ihm ja wenigstens weh. Ne? Und immer wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Goldmarke auf den Haut des Drachen. Das heißt, hier kommt jetzt eine Goldmarke drauf. Und das ist der Moment, zum Haribo Goldbeeren zu treiben. Jetzt muss aber sagen, ist nicht gesponsert. Richtig, ist nicht gesponsert. Wichtig ist aber auch jetzt, wenn du dann die Marke runternimmst, dann musst du es gegessen. Natürlich, natürlich. Das ist ja klar. Das haben wir drüber gesprochen. Ja. Aber so lange bleibt er auch da drauf und darfst nicht naschen. Ich habe ja noch mehr hier. Okay, und dann gebe ich ab. Okay. Dann enttappe ich, ziehe eine Karte. Leg einen. Aber der kann auch blocken. Sumpf. Ne. Und dann werde ich direkt mal angreifen. Ihr beide habt noch nichts Fliegendes. Dann würde ich einfach mal Patrick angreifen. Okay, dann würde ich ganz gerne 2 Schaden kriegen. Also, okay. Und der hat ja Lebensverknüpfung dementsprechend. Ich krieg wieder 2 Leben dazu. Und dann würde ich in meiner zweiten Hauptphase für 4 Mana Preis des Ehrgeizes spielen. Das ist eine Hexerei. Für 4 Mana. Ich ziehe 3 Karten und verliere 3 Lebenspunkte. Ziehe 3 Karten. 2, 3. Verliere 3 Lebenspunkte. Ja, das ist auch das, was Schwarz macht, einfach mit Lebenspunkten. Das ist meine Ressource, genau. Mhm. Und das ist auch wichtig, man sieht, na, das Wichtigste an Magic, Karten ziehen. Ja. Genau, dann muss ich eine Karte tatsächlich abwerfen, weil ich schon zu viel auf der Hand habe. Man darf ja nur 7 haben. Warst du ja zu gierig, ne? Da war ich wieder zu gierig. Ja. Ich würde auch gerne Karten abschmeißen müssen, weil ich 7 auf der Hand habe. Oder mehr als 7 auf der Hand habe. Ja, ist immer gut. Dann würde ich tatsächlich einen Sumpf abwerfen, dann bist du da. Das klang dann im Teppich. Ziehe. Und bringe meinen Commander ins Spiel. Oh, ja, okay. Dann lies nochmal vor, bitte. Also, wenn Giza und Geralf ins Spiel kommen, millst du 4 Karten. Das mache ich jetzt erstmal. 1, 2, 3, 4. Einmal während jedes Zuges deiner Züge kannst du eine Zombie-Kreatur oder eine Zombie-Kreatur, einen Zauber aus deinem Friedhof wirken. Ja, du musst aber die Kosten dafür bezahlen. Genau, ich bin jetzt ausgetappt. Jetzt in diesem Zug geht das nicht, aber ich könnte jetzt immer auch auf die, den Friedhof zugreifen. Einmal aber auch Karten ziehen am Ende des Zuges. Okay, darf ich den Friedhof mal sehen? Mal kurz. Da muss ich ja immer anschauen, ne? Mal ein bisschen, dafür was du denn, krieg ich aber bitte ein Goldbärchen. Nur einfach, was er da so ein bisschen so irgendwie... Ne? Genau, und das ist eine schöne Synergie, aber die triggert halt noch nicht, weil ich noch nichts aus dem Friedhof gespielt habe. Mhm. Aber nichtsdestotrotz kann ich auch angreifen. Ja, ich habe ja einen 5-5er Blocker. Ja. Ungetappte Kreaturen können ja blocken. Er Patrick, könnte jetzt nicht blocken. Es tut mir unendlich leid. Aber, das wirklich? Aber das muss ich leider so machen. Es ist nichts Persönliches. Oh nein, 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 überhaupt nicht. Ja, krieg ich wohl 3. Genau, ich ist ja noch harmlos. Ja, dann mache ich mal alle Kreaturen kaputt so. Gehe ich in meinen Zug, nehme ich an? Das, bitte. Dann schauen wir doch mal. Ja, Weiß wird ja Lebenspunkte dazu erhalten, auch drin haben, definitiv. Weiß arbeitet ja auch mit Lebenspunkten. Ja, damit ich nichts tue, würde ich ganz gerne mal für 2 Mana die Standardlandumwandlung der Karte Vogelzug benutzen. Normalerweise ist es eine Hexerei für insgesamt 5. 3 beliebige, ein weißes, ein blaues. Und dann erzeugt man 4 1-1 weiße Vogelkreaturenspielsteine mit Flugfähigkeit natürlich. Aber ich benutze jetzt die Standard
Landumwandlung. Ich werfe diese Karte aus meiner Hand ab, bezahle 2, durchsuche meine Bibliothek nach einer Standardlandkarte, nehme die auf die Hand und muss danach natürlich die Bibliothek mischen. Und dieses Land, was ich finde, ist eine Ebene und diese Ebene spiele ich dann auch gleich aus. Zack. Und danach würde ich schon meinen Zug beenden. Unter die Bibliothek, aber ja, sicher. Doch. Alle verwirrt hier. So, wir tappen mal. Ich zieh mal. Oh. Oh. Nein. Das ist alles schon gut, aber es ist noch nicht die Zeit dazu. Das heißt, wir machen erstmal weiter. So, ich lege schon mal wieder an Land. So, das heißt, ich hätte jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mana hätte ich schon. Für 7 Mana kann ich meinen Commander aus der Kommandozone wirken. Na, da brauchen wir aber noch ein bisschen, um zu gucken, was wir denn in dieser Runde machen. Entferne ich erstmal eine Goldmarke vom Hort des Drachen. Du hast nur Hunger. Ich zieh mal eine Karte. Wer weiß, vielleicht ist die besser. Mal gucken, mal abschmatzen. Mal lesen. Geht noch nicht. Aber 1, 2, 3, 4, 5 haben wir ja noch. Wir haben gerade gelernt, dass getappte Kreaturen nicht blocken können. Ne? Boom, greifen, zum Tappen dann angreifen. Dann greift man auch nicht an. Du bist der Einzige, der Life Gain hat hier, der Lebenspunkte dazu bekommt. Das heißt, deswegen kriegst du jetzt erstmal 5 abgezogen. Kannst dich ja wieder hochheilen. So, und dann kommt bei mir für ein farbloses, ein grünes, ein rotes Mana eine Verzauberung. Garruks Aufstand. Wenn Garruks Aufstand ins Spiel kommt und falls du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kontrollierst, ziehe eine Karte. Super, oder? Mhm. So. Kreaturen, die du kontrollierst, verursachen Trampelschaden. Das erklären wir dann gleich, wie Trampelschaden funktioniert, wenn es dann zum Blocken kommt. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Der Blauspieler ist der Einzige, der bisher 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Karten auf der Hand. Ich habe auch einen guten Start hier, glaube ich. Also Start, ein cooles Deck. Also, ja, und... dann bitteschön. Das hätte ich an deiner Stelle auch gesagt mit den Drachen schon auf der Hand. Ich ziehe eine Karte. Richtig gut. Okay, dann kommen die unheilvollen Ruinen ins Spiel. Wenn die ins Spiel kommen, kann ich eine Sumpf- oder Gebirgekarte aus meiner Hand offen vorzeigen. Das tue ich hier. Falls ich das nicht tun würde, würden die getappt ins Spiel kommen, können wir eben schwarzes oder rotes geben. Das heißt, ich bin auch bei 5 Mana. Ich knister mal so ein bisschen weiter, ne? Also, weil der Trader hatte ja gerade die Black Week. Und da gab es dann Stand eingehoben, eben mal hier Lakritzschnecken. Tolle Idee. Dann nehme ich jetzt hier so ein bisschen so durch. Naschen. Durchnaschen. Mhm. Dann würde ich erstmal für 4 Mana. Macht Erwachsene halt auch froh, ne? Ja. Das erhabene Scheinbild ins Spiel bringen, ein Klassiker. Für 4 Mana ein 2-2 Artefakt-Kreatur Golem. Wenn das ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einer Standardlandkarte durchsuchen, sie getappt ins Spiel bringen, danach mischen. Und wenn der stirbt, kann ich noch eine Karte ziehen. Und dann gebe ich auch schon mal ab, während ich hier ein Gebirge suche. Dann tappe ich mal alles. Oh, genau das Gebirge gefunden. Perfekt, da muss ich nicht mischen. Das kommt getappt ins Spiel. Offiziell müsste er natürlich schon mischen. Also, okay, Nein. Ne? Doch. Wenn der Rest ja noch komplett unbekannt ist, dann kann man sich das auch mal, gerade bei den 100-Karten-Decks, gerne mal sparen. So. Ich bin ja der Mischer. Oh Gott. Ich werde jetzt mal auf meine Fähigkeit zurückgreifen. Bitte ich so einen Soundeffekt einblenden. Zombie-Kreaturen-Karte darf ich aus meinem Friedhof spielen. Das heißt, ich tappe meine 2, um ihn hier zu casten. Der ist ein 2-2 Zombie-Kleriker, hat die Fähigkeit für 1, schicke eine Karte deiner Wahl aus einem Friedhof ins Exil. Das kann also bei jedem Friedhof sein. Und dann ist jetzt der Micha ja offen wie ein Scheunentor. Und der hat es ja gerade erklärt.
ne, wenn man ausgetappt ja, ist. Genau. Und weil er dann das ist, dann muss auch mal Micha leiden und kriegt er 7. Und davon sind 4 Kommandeurschaden. Genau. Oh, Kommandeurschaden heißt, man darf 21 Punkte vom gegnerischen Kommandeur bekommen. Man darf 20 bekommen. Der 21. ist tödlich. Genau. Also kriege ich 7. Wichtig ist dabei auch immer zu beachten, dass es von welchem Commander es ist. Also es ist nicht insgesamt egal von welchem, sondern du musst mindestens 21 Schaden vom selben Kommandeur bekommen. Also sobald du 21 Schaden von Gisa und Geralt bekommen hast, würdest du das Spiel automatisch verlieren. Du hast es notiert? Ich habe das jetzt notiert in meinem Fall. Okay. Aber das, nur mal das jetzt zu erklären, es gibt ja auch Partner. Kommande. Genau. Das würde dann nicht funktionieren. Die müssen separat. Die sind aber, glaube ich, hier nicht drin. Nee, aber nur, also dass man... Der Startex, ja. Genau, aber wir wollen ja erklären, dass es gibt eben auch Partner-Commander, dann spielt man mit 2 und dann zählt das aber nicht zusammen, sondern... gut, und jetzt komme ich in mein Endsegment und zu Beginn jedes Endsegments ziehst du eine Karte, falls du in diesem Zug einen Zauberspruch aus deinem Friedhof gewirkt hast. Mhm. Was ich ja gemacht habe durch meinen Commander. Combo ist am Triggern, ziehen und go. Jetzt muss ich mich ja mal auch langsam wehren, ne? Schauen wir mal, ob ich das kann. Ich muss aber auch noch eine Karte abwerfen, weil ich habe 8 Karten jetzt. Also, ja. Ich merke das schon. Ich mache keinen Stress, ich bin ganz lieb. Na dann fangen wir doch erstmal mit Folgendem an. Für insgesamt 3 spiele ich Auge des Pilgers. Auge des Pilgers ist eine 1-1 fliegende Artefaktkreatur für 3 beliebige. Und wenn die ins Spiel kommt, kann ich meine Bibliothek nach einem Startland durchsuchen und es offen vorzeigen und es dann auf die Hand nehmen. Und danach natürlich die Bibliothek zum Beispiel. So, dann finde ich mal diese mächtige Insel, die zeige ich vor und spiele die dann auch gleich aus. Und der Gegenzauber-Mana-Pool ist wieder bereit, drohend gesprochen. Und dann werde ich mal zu. Okay. Dann ertappe ich mal. Hier eine Karte. Lege ein Land. So, jetzt hätte ich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. Geht den Hotes Drachen mal so ein bisschen hier hin, weil er ja eigentlich so als Mana-Geber gedacht ist. Die Verzauberung da oben hin. So. Ja, rot-grün ist ja einfach aggressiv, ne? Und jetzt habe ich ja gemerkt, so, Tobi macht Stress, ne? So, du hast noch 2 blaue Mana offen, ne? Hand ist gut gefüllt. Die Kreatur ist 4-4, ne? Die ist 4-4. Die ist 4-4. Ich hoffe mal, dass das klappt, weil ich habe ja natürlich immer Schiss, wenn einer noch blaues Mana offen hat. Dann zahle ich mal... Mach mal. Grün mit und hier also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana. Ich habe Angst. 2 grüne davon. Hier kommt auch ein grünes her. Kommt die Feindtilger-Regentin. Ist natürlich ein Drache. Hat 4, 5. So, jetzt habe ich 2 Trigger. Das heißt, immer wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Goldmark auf den Hotes Drachen. Goldbärenalarm. Und Garouks Aufstand. Wenn er ins Spiel kommt und falls du eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr kommt, dann kann immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ist Stärke 4 oder mehr, ziehe eine Karte. Bevor du jetzt aber eine Karte ziehst, warne ich dich einmal vor, du hast diesen Drachen mit deinem Pfad der Ahnen gewirkt. Ah ja, ich habe Held 1 habe ich auch noch. Das heißt, beim Wirken, das passiert ja bevor die Karte ins Spiel kommt, darfst du Hellsicht 1 machen und dieses Hellsicht 1 passiert also bevor du eine Karte ziehst. Das ist super. Vielen Dank für den Hinweis. Das heißt, ich darf mir die oberste, es triggert das. Ihr merkt das doch schon, Commander ist ein bisschen mit den Effekten schon ein bisschen mehr. Ne? So, Hellsicht 1. Drauf oder drunter und ich sage drauf. Ich muss noch entscheiden. Kannst du mal angucken hier. Ich sage drunter. Ist aber auch ein Start bei dir. Ja, ja, das ist gut, ne? Ja, ein guter Start. Na gut, aber so, einer am Tisch muss ja der Feind sein. So, jetzt kommt sie rein. Ja? Ne, jetzt kommt jetzt zieht die Karte. Genau. Jetzt zieht die Karte. Jetzt ist sie ins Spiel gekommen. Ja, und dann dein Hort hat eine Marke bekommen und jetzt. Ja, jetzt zieht die Karte durch die Augs aus. Genau. So, boom. Boom. So, jetzt ist er aber endlich mal da. Ja. So, und sagt, wenn sie ins Spiel kommt, kannst du sie gegen eine Kreatur deiner Wahl, die du nicht kontrollierst, kämpfen lassen. Das heißt, die würden sich halt gegenseitig Schaden zufügen in Höhe ihrer Stärke. Korrekt.
Ne, und meine hat hinten eine Widerstandskraft von 5 und dein Commander hat eine Widerstandskraft von 4. Also, ne? Du möchtest mich auswählen. Ich möchte, ich möchte den Commander, ich möchte Gisa und Geraf auswählen. Okay, dann reagiere ich da natürlich drauf, weil ich habe ja blau und wenn der Blauspieler schläft, also der macht ja noch nicht so viel. Du hast vor mir Priorität. Ja, aber das stimmt. Spiele ich das Lazotep-Schutz. Spontanzauber. Aufmarsch 1, da komme ich aber gleich zu, das Wichtigere ist erstmal, du und eine bleibende Karte, die du kontrollierst, erhalten Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Du und sie können nicht das Ziel von Zaubersprüchen werden. Das heißt, du möchtest mich triggern und darauf reagiere ich. Schiedsrichter mal sagen, klappt das oder klappt das nicht? Ja, also vor Zaubersprüchen und Fähigkeiten geschützt sein, das ist ja nur Zaubersprüchen oder auch Fähigkeiten? Auch Fähigkeiten. Weil Fluchsicherheit schützt vor Zaubersprüchen und Fähigkeiten. Okay. Und die Fähigkeit kontrolliert beim Abarbeiten, ob das Ziel immer noch legal ist. Mhm. Und das Ziel ist leider zu dem Zeitpunkt dann nicht mehr legal. Also sagt die Fähigkeit. Das ist so. Und dann, ich habe mir gedacht, wenn der Blauspieler zwei blaue Mann aufhält, dann wird es immer gefährlich. Ich habe mich natürlich da ein bisschen drauf vorbereitet. Und dann habe ich noch Aufmarsch 1. Das heißt, ich kriege noch 1 plus 1, weil ich schon einen Zombie hätte, sonst würde ich noch einen Zombie-Token kriegen. Ne? Mm-hmm. Darf ich aber auf einen, lege eine 1-1-Marke auf eine Armee, die du... Ah, nee. Muss eine Armee sein, nicht genau. Ein Zombie. Ne? Und das, wenn du das heißt, keine Armee kontrollierst, bekommst du eine Zombie-Armee. Direkt eine ganze Armee. Ja, ja. Das Gute ist, aber die Armee wird, wenn nur größer, die wird nicht mehr. Also dann kommt er jetzt ins Spiel. Nee, das ist ein 1. Dann müsste noch ein. Wir schauen einfach mal auf der Rückseite vielleicht. Also schon ein bisschen fummeliger, ne? Das merken wir jetzt. Da haben wir hier. Ah, da ist er. Ja. So. Okay, dann klappt das. Dann kann er halt jetzt ja. Also dann kann er. Ich habe ihn als Ziel gewählt, aber das ging dann nicht mehr. Genau, und die Fähigkeit ist jetzt verpufft. Ja, weil er hat ja noch eine zweite Fähigkeit. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, kämpft, lege zu Beginn des nächsten Endsegments 2 plus 1 plus 1 Marken. Hat die Kreatur jetzt gekämpft oder nicht? Nee, weil alle Fähigkeiten, also wenn eine Fähigkeit oder ein Zauber, wenn da alle Ziele von illegal sind, was ja jetzt quasi der Fall ist, dann macht diese Fähigkeit leider gar nichts mehr. Und dann ist auch der Kampf nicht passiert. Darfst aber noch mal einen Goldbären essen. Ja, das muss ich erst gleich, wenn ich Bade mache. So, okay, dann ist das einfach nur ein 4-5 fliegender Drache. Das ist nur ein 4-5 fliegender Drache. Genau. Ja. Das ist schon schlimm genug. Ja, gut. Ist immer schlecht, eine zweimal Aggression zu sowas. Aber egal. Dann möchte der Blutzauber noch angreifen, denn ich habe ja einen Blocker. Und dann kann der immer noch angreifen. Für 5 in der Luft. Zu mir. Zu dir. Hätte ich auch gesagt. Von Wunder. Und dann bin ich mal fertig. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Karten fertig. Ja. Okay. Dann enttappe ich, ziehe eine Karte. Aber da ist ja jetzt 1-1. Ne? Der kommt ja noch 0 rein, aber der kriegt ja schon da raus. Eine 1-1-Marke, genau. Ich lege einen Sumpf, damit habe ich 7. Okay, dann würde ich also du siehst ja, der Micha ist die Bedrohung, ne? Aber ich hab dich gar nicht angegriffen. Noch, das kann man nicht so sagen. Also. Dann möchte ich mal für 4 Mana. Nee, komm, erstmal so rum. Für 5 Mana. Nee, mach mal ruhig. Ich wollte nur ganz sagen, also Julian hat auch noch Süßigkeiten mitgebracht, das ist natürlich ganz gefährlich. Man kann das immer richtig schön. Genau, kommt der duldsame Peiniger. Für 5 Mana und 5-3 Dämon fliegend. Und zu Beginn meines Versorgungssegments ziehe ich eine Karte, es sei denn, ein Gegner deiner Wahl opfert eine Kreatur oder bezahlt 3 Lebenspunkte. So, aber das ist immer nur zu deinem. Zu meinem Versorgungssegment. Ja, das ist schon genug. Genau, da würde ich dann noch ein bisschen was ziehen. Das ist die S-Seite. Ja, ich merke das schon. Und dann würde ich noch für 2 Mana, 2 habe ich noch, einen Thermo-Alchemisten spielen. Das ist 0-3 Verteidiger, Mensch Schamane. Verteidiger bedeutet, der kann nicht selber angreifen, er kann eben nur verteidigen, nur blocken. Er hat noch die Fähigkeit für Tappen, kann ich jedem Gegner einen Schadenspunkt zufügen. Und immer wenn ich einen Spontanzauber oder eine Hexerei wirke, enttappe ich den wieder. Ne? Also dann kann der quasi nochmal einen Schadenspunkt zufügen oder eben blocken. Und dann gebe ich ab.
Okay. So, jetzt hätte ich nichts gegen den Land. Ja, aber nicht so eins, das getappt ins Spiel kommt. Du musst vorher deinen Wunsch explizit äußern. Ich arbeite daran. Du hast ein Land gewollt, denn der hat dir ein Land gegeben. Genau. Also ich habe es nicht definiert. Nicht. Genau. wenn das der Fall ist, wenn das der Fall ist. Müssen wir noch ein bisschen warten. Finde Deck super. Also das Deck gefällt mir schon richtig gut. Das ist auch mega stark. Auch gute Reprints. Die sind schon alle gut designt immer, ja. Sehr gute Reprints drin auch. Dann spiele ich für 4. Kommt nochmal ein Zombie rein. Das ist der rachsüchtige Tote. Das ist ein Zombie 3-2. Immer wenn der rachsüchtige Tote oder ein anderer Zombie stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt. Muss auch gestehen, ich finde es ganz gut, dass man mal jetzt diese Einsteiger-Commander-Decks hat. Mhm. Also dass sie auch mal da sagen, okay, wir möchten auch mal die Einsteiger ein bisschen irgendwie fördern. Ne? Nicht nur bei den Einsteiger-Decks, die es halt für Arena-Decks gibt. Commander, super. Auf jeden Fall. Aber das schwingt schon wieder zu mir rüber. Das Problem ist, du bist schon eine Bedrohung, aber du bist auch auf jeden Fall. Wir können ja verhandeln. Wenn du mich nicht angreifst, dann greife ich ihn letzte Woche nicht an. Könnten wir sagen. Ich weiß nicht, ob du dich darauf einlassen würdest. Wir werden noch Deals machen. Aber ich greife dich auf jeden Fall jetzt nicht an. Achso, dankeschön. Aber wir haben noch keinen Deal gemacht. Aber wir haben dich angegriffen, das ist auch schon gut. Ja, aber wir sind ja noch in der Phase. Was bietest du mir denn, wenn ich dich nicht angreife? Nee, ich gucke erstmal, ob du mich angreifst und okay, ich würde sagen. Noch habe ich ja genug Lebenspunkte, noch muss ich nicht zittern. Lebenspunkte sind alle Ressourcen, Mette. Ich werde mal Patrick angreifen und das wäre dann mit den beiden. Block. Ja. Also dann Auge der Pilger blockt Gizomgiraffe. Ja. Genau. Und dann ich möchte keine Commander-Schaden kriegen. Und vor allem keine 4. Ja, dann sind 3 ungeblockte Schaden da. Die kann ich nicht verhindern. Und dann passiert Schaden, würde ich behaupten. Ja. Ja, alles klar. Dann stirbt mein Auge. Und 1, 2, 3 Schaden. Und das geht natürlich in den Friedhof. Ich bin es nur so gewohnt, dass mein Friedhof über der Bibliothek ist. Es tut mir leid, jetzt habe ich dir da ein bisschen Platz weggenommen. Das ist voll okay. Okay. Ja, dann bin ich fertig und das ist dein Zug. Ich räche mich jetzt einfach, indem ich diese Karte ziehe. Ja. Und dann dieses Land spiele und dann würde ich ganz gerne einen reinigen Nova spielen. Oh. Das ist eine Sorcery oder eine Hexerei für 2 weiße und 3 farblose. Und wenn die gewirkt wird, darf man sich für eins entscheiden, nämlich entweder zerstöre alle Kreaturen oder zerstöre alle Artefakte und Verzauberung. Das letzte. Und, also. Genau, und irgendwie habe ich sehr viel Angst vor den Artefakten, unter anderem, ich besitze ja ein Artefakt. würde ich ganz gerne alle Kreaturen zerstören. Okay. Okay, das finde ich super. Ja, nachdem du den gelegt hast, fand ich das nicht mehr so super. Aber genau, dann kriegt er nämlich alle 4 Schaden. 5, oder? Zählt er sich nicht selbst mit? 1, 2, 3, 4. Ah ja, stimmt, 5. Ja, ne? Der zieht mit. Ja. Kriegt er alle 5 Schaden. Ich darf eine Karte ziehen wegen dem erhabenen Scheinbild, weil wenn er stirbt, kann ich eine Karte ziehen. 1, 2, 3, 4, 5. Der Commander kommt wieder hier rein. Ich tue mal das. Die Kommandozone, genau. Ja. Ich mache jetzt mal einen Würfel drauf, weil der ist ja teurer jetzt. Ne? Mhm. Der kostet ja jetzt 6 beim Casten. Genau, für jedes Mal wirken aus der Kommandozone nach dem ersten Mal 2 mehr. Ja, und dann habe ich meine Missetat schon begangen und beende meinen Zug. Okay. Leute, habt ihr das Gesicht von mich da gesehen? Er hat sich schon gefreut, er darf angreifen. Nein, aber das ist ja beim Commander-Spiel immer so, dann wird auch immer krass hin und her gewechselt. Also, so ein bisschen. Ne? Im Endeffekt bin ich einfach nur happy. Das ist doch auch damit schön. Damit kam ich klar. Das ist also, doch auch schön. Ich freue mich natürlich für dich, dass du auch nicht unhappy bist, aber ich bin mit der jetzigen Situation noch happier als vorher. bei mir kommt ein Gebirge. So. Und dann kommt für 1, 2 Maler. Kommt ein
Diener der Drachenfürstin. Das ist ein Goblin-Schamane. Stärke 1, Widerstandskraft 3. Drache-Zaubersprüche, die du wirkst, kosten beim Wirken ein weniger. Ne? So, und dann möchte ich nämlich meinen Commander aus der Kommandozone werfen. Der kostet eigentlich 7 Mana. Dann entsprechend nur 6. Und dann nehme ich hier ein grünes Mana, ein rotes Mana. 3, 4, 5, 6. Jetzt sogar Mana, dann muss die, dann geht die Marke noch nicht runter. 6, da kommt er. Hup. So, triggert Garruks Aufstand. Ja, immer, und dein Pfad. Und mein also Pfad, immer wenn Pfad. Immer wenn ein Drache unter deiner Kontrolle. Nee, also erst der Pfad. Der Pfad. Das ist ja beim Wirken. Und tatsächlich. Und eine Goldmark kommt auch noch gleich. Tatsächlich teilt sich dein Kommandeur mit deinem Kommandeur einen Kreaturtyp. Das ist gut. Praktisch. So, ich zieh da, ich guck mal wegen Hellsicht 1 jetzt hier. Bleib oben. So, dann Trigger hier vom Hort des Drachens. Immer wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Goldmarke auf den Hort des Drachen. Da. Dann, immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Passiert, dann ziehe ich mal die Karte. Hup. Läuft bei mir, würde ich sagen. Und dann ist er im Spiel. Ne? Und sagt Ataka, die Weltenverschmelzerin. 6-4 legendäre Kreatur Drache, fliegen Trampelschaden. Immer wenn ein Drache, den du kontrollierst, angreift, erhält er Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Doppelschlag ist einmal Erschlagschaden und dann nochmal normalen Schaden. Dusch, nochmal hinterher. Richtig coole Karte, richtig cooler Kommandeur. Und Doppelschlag ist ja auch mit Erschlag, also mit. Also 6 Erschlag genau. Und 6 Müller. Genau. Ja. Genau. Also hat er praktisch 6 Erschlag und dann nochmal die 6 Müller hinterher. Ja. Schon böse. Ja. Mhm. Böse Drache. Vor allen Dingen jetzt erstmal nach dem Boardwipe schon mal wieder ganz gut nachgelegt. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mana ist fertig, dann gebe ich ab. Okay. Ich finde das ein Abschmatzmoment wert, oder? Ja. Darauf darfst du naschen. Ja. Ich lege ein Gebirge. Also irgendwas mache ich falsch hier. Ja, seid ihr alle Mana am Rampen und. Das hat so gut angefangen. Du hast auch mal gerappt. Ja, genau, dann hat es aufgehört. Ich musste aber auch zweimal Länder suchen. Ne? Also. Okay. Ich will nochmal da. Oh, der Wichert. Die Naschkatze. Mhm. So. Weg ist weg, ne? Das ist jetzt nicht so einfach. Ja. Das ist nicht so. Ich muss auch an mein Deck glauben. Was ich noch nicht kenne. 3, 5, dann hätte ich noch 3. Ja, dann machen wir erstmal so. Super Decks. Dann machen wir doch erstmal so für 5 Mana. Also 3 und 2 rote. Machen wir das Gebot der Zwillingsgötter, das ist eine Verzauberung mit Aufblitzen. Aufblitzen heißt, dass ich die auch nicht in meinem Zug spielen könnte, also wenn ein Gegner dran ist, zu jeder Zeit, auch wenn jemand mich gerade angreift, könnte ich noch darauf reagieren, quasi wie ein Spontanzauber, ne, in der Geschwindigkeit. Genau. Und sie sagt, falls eine Quelle einer bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügen würde, fügt sie der bleibenden Karte oder dem Spieler stattdessen doppelt so viele Schadenspunkte zu. Boom. Du bist sicher, dass du das mit dem Doppelschlag machen möchtest? Die Karte hättest du ja. Oh Gott. Bist du sicher? Also. Habt ihr irgendwie einen Deal? Den machen wir gleich. Also, aber ich warte erstmal ab, was Micha macht. Also, von wem hast du nochmal die Sachen mitbekommen? Das gilt für uns alle, ne? Mhm. Cool. Genau. Nennen wir es cool. Also, wenn du stirbst, stirbt die Verzauberung auch, ne? Das ist nochmal ganz zu erklären. Sag doch nochmal. Und dann würde ich auch schon abgeben. Ja, ich finde die aber cool. Ja, das glaube ich. Das, ja. Das finde ich toll. Ne? So, mhm. Jetzt brauche ich noch mal Mana. Der Agro-Level steigt. Ja, war kein Mana. Oh. Das ist schade, ne? Naja. Also im Moment sind wir beiden so die Leidtragenden aus diesen Situationen. Ich fand, das war gut, dass du ein Boardwap gemacht hast im Endeffekt. Also. Ja, im Endeffekt ja. Mache ich mal trotzdem Mana-Beschleuniger. Petschaft. Ein Artefakt für 1 kann ich dann blau und schwarz produzieren. So. Muss ich da noch irgendwas machen? Ne, ich gebe ab. Ach, schauen wir mal. Dann enttappe ich mal.
Ich würde ganz gerne mal für 6 Mana meinen Kommandeur wirken. Mhm. Oder meine Kommandeurin ist Peria, oberste Richterin. Für 6, davon 2 blaue, 2 weiß und 2 egal. Fliegend 6-4 und immer wenn mich eine Kreatur angreift oder ein Planeswalker mich oder ein Planeswalker von mir angegriffen wird, so rum, dann darf ich eine Karte ziehen. Ja, dann würde ich schon meinen Zug beenden. Gegen 6-4 ist auch schon gut. Ja, aber gegen Doppelschlag macht das Ding nicht so viel. Ich enttapp mal. Ganz fein. Dann ziehe ich mal. Freut sich über jede Karte. Als ob du es gewusst hättest. 4, 5, 6, 7, 8. Ich glaube, Micha mag das Deck. Ich finde das Deck super. Julian darf ab jetzt nie wieder rot grüne Deck spielen. Ja, Julian, wenn du das hier siehst, dann weißt du Bescheid, das war der Punkt. Ihm läuft gerade so ein Schauer den Rücken runter. Genau. Ja. Sitzt gerade zu Hause. Irgendwer redet gerade über mich. Ja, komm, wir machen es mal so, dass ich erstmal. Ne, da ist noch blaues Mana offen und so. Hier ist alles ausgetappt. Es kommt mal der Donnermaul-Höllendrache. Ich lese ihn gleich vor. Erstmal muss ich ihn bezahlen. Das ja, sag erstmal, was er kann. Okay, fliegend Eile 5-5. Eile heißt, er hat keine Ansatzzüge und er könnte direkt angreifen. Wenn der Donnermaul-Höllendrache ins Spiel kommt, fügt er jeder fliegenden Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. Tappe jene Kreaturen. Ja, aber den counter ich. Du willst Stress, ne? Ja. Richtig Stress. Ah. Also, ich glaube, der Level wird jetzt ein bisschen härter. Ja, aber ich kann dir einfach nicht 3 solche Kreaturen hier überlassen. Hättest ja auch verhandeln können. Ja, wir verhandeln noch, aber das... Wir verhandeln jetzt gar nicht mehr, Tobi. Verhandeln ist jetzt vorbei. Ich krieg auch noch 3 Leben. Du stirbst jetzt einfach. Ja. Jetzt einfach weg. Also, erstmal ist er weg. Was so. Hast du jetzt gemacht? Also erst musst du noch die Mana-Kosten genau, zahlen. Stimmt. So, also Mana-Kosten... Danke, Judge. Gerne. Ja, so. Jetzt müssen wir gucken, wann man wie das wie sagt. Ne? Aber ich darf ja trotzdem mal Sicht 1 machen, ja. Weil das beim Wirken ist und nicht beim Endspiel kommt. Okay, gut. Das heißt, ich zahle den Pfad der an. 1, 2, 3, 4 Mana muss ich bezahlen, denn der Donnermaul-Höllendrache kostet ja 1 Mana weniger durch den Diener der Drachenfürstin. Ne? Mhm. Hellsicht 1, weil er einen Kreaturentyp mit meinem Kommandeur gemeinsam hat. Das heißt, ich darf jetzt mal gucken. Aber das wird jetzt nicht triggern, weil das sagt. Weil er nicht ins Spiel kommt, ja. Genau. Ins Spiel kommt. Mhm. Genau. Also, ich habe den nicht nur neutralisiert, ich habe auch noch 3 Leben bekommen, weil ich mir so, gleich das wahrscheinlich ins Gesicht. Okay, der Höllendrache kommt dann nicht ins Spiel, weil er gecountert wurde, ne? Okay, geht dann in den Friedhof. Also, Judge. Ich bin nicht alleine am Tisch, ne? Du bist eigentlich die Fraktion des Counters. Was ist da los? So, ja. Ich wollte erst mal gucken, was so passiert. Jetzt hast du aber keinen Mana mehr offen, ne? Korrekt. Gut. Okay. So, dann habe ich noch 1, 2, 3, 4 Mana offen. Dann kommt bei mir. Jetzt hat er mal ein Land. Es kommt das wilde Hochland, kommt getappt ins Spiel. Wenn das wilde Hochland ins Spiel kommt, hältst du einen Lebenspunkt dazu. Das ist so mal ganz harmlos, ne? Und das gibt mir nachher dann rotes oder grünes Mana. Ich lege das immer so dahin, so. Ne? Einfach mal ein Land mehr. So. Also. Fliegen Trampelschaden. Immer wenn ein Drache, den du kontrollierst, angreift, erhält er Doppelschlag bis zum Ende des Zuges. Der hat 6, ne? Mhm. Und der macht auch Commander-Schaden, ne? So, dann sagt deine Verzauberung, sagt, falls eine Quelle einer bleibenden Karte oder einem Spieler Schaden zufügen würde, fügt sie der bleibenden Karte oder dem Spieler stattdessen doppelt so viele Schadenspunkte zu. Dann wären das ja 12. Wir spielen ja Erwachsene. 24. Magic, ne? Wir spielen Erwachsene. Magic? 24? Der Doppelschlag. Doppelschlag, alles wird verdoppelt. Oh, das wusste ich gar nicht, das hab ich gar nicht gewollt. Was jetzt das jetzt nicht tun soll? Also, ich hab nur. Willst du noch verhandeln? Ja, ich will noch verhandeln. Also, Community, ihr wollt auch bestimmt noch mehr gewinnen. Ja, was das kannst du mir dann bieten?
Da muss ich mir noch was überlegen. Ich guck mal, was ich so in meiner Tasche habe. Ich muss das einfach nicht tun dürfen. Ja doch, ich muss vielleicht das tun. Sagen, vielleicht jetzt sagen soll, ich kann den kontern also, oder so. Aber das ich will das nicht ist, machen, wenn du mich nicht anders. Das dann konnte ich nicht kontern. Sonst hätte ich das ja schon längst neutralisiert. Also ich habe dir jetzt zwei Sachen übrig gelassen. Du kannst ja... Hättest sagen sollen, glaube ich. Aber hätte, ne? Hätte, Fahrradkette. Also mit nicht, dem konnte ja keiner rechnen. Wenn du mich nicht angreifst, aber... Ich bin ja auch der... das personifizierte Chaos. Ja, ja, wir sehen jetzt alle, dass wir nicht gekauft sind bei dem Match, weißt du? Greif dich mal an. Nein! Ja. Was passiert jetzt? Was passiert jetzt hat als allererstes Julian Priorität und kann sich überlegen, ob er irgendwas machen möchte. Nee, ich möchte nichts machen. Alles gut. Ah ja, dann. Nur abstauben, ne? Nur abstauben, ja. Dann, also komm, klatsche links, boom, 6, klatsche rechts, boom, und nochmal alles doppelt, boom, boom. Commander-Schaden 24, bei 21 ist man tot. Muss man erstmal schaffen mit einem Angriff. Mit einem Starter-Deck. Also merkt man, wir machen krass. Nicht Team Trailer gegen Team Genetic. Also, war schön. Mach auf einmal aber nicht. Ja, dann. Absolut. Weißt du, die ganzen Counter sind noch da. Weißt du, aber lassen wir mal schön. Ja, wir haben gesagt, wir spielen Erwachsene Magic, ne? Ja, dann. Aber du bleibst auch sitzen, ne? Guck sonst noch zu, ne? Ah, lieber Gott, ey, was, also mit so einer Kombo konnte man ja nicht rechnen. Also, starke Decks? Ja, also, starke Decks. Ja, also, ja. Also, ja, schön. Ja, war schön. Dann ist das aber, also bist du jetzt raus, ne? Dann musst du deine, mach mal deine Matte so mal klar. So, ich bin ja noch dran. Also, Micha hat Spaß heute. Micha hat Spaß heute. So, ich habe 4 Mana habe ich noch. Immer noch 4 Mana. Ja, immer noch 4 Mana. So, Drachen würden günstiger werden. Dann sage ich erstmal, ich entferne eine Goldmarke vom heutigen Drachen und ziehe eine Karte. Weil ich kann. Dann kommt mal für 1. Das Deck ist super. 2. Flinkfußstiefel ist eine Ausrüstung. Sagt, die ausgerüstete Kreatur hat Fluchsicherheit und Eile und Ausrüsten 1. Zahle ich mal 1 und rüste mal meinen Kommandeur aus. Damit der Fluchsicherheit hat. Was heißt Fluchsicherheit, Patrick? Dass der leider von deinen Gegnern nicht das Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten werden kann. Das ist das, was eben den Kommandeur von Tobi gerettet hat. Wenn es läuft, dann läuft's, ne? So. Ja, und dann bin ich mal fertig. Okay. Ich darf sonst nie rot-grün spielen. Das gefällt mir. Jetzt rot-grün, wissen wir auch warum. Mir. Ich mag rot-grün. Aber ist ja gut, dann gibt es einen Familiendisput und dann müsst ihr das intern klären. Ja. Weißt du, warum, wenn wir Familien-Magic spielen, nach dem ersten Match Julian immer voll aggressiv gegen mich geht, wo ich jetzt sage, ich werde dazu so mal fertig. Aber ich schmeiß jetzt mal ab. Ich glaube, der richtige Zeitpunkt. Bis jetzt, um deine eigene Verzauberung kaputt zu machen, ne? Nee. 2, 3, 4. Für 4 Mana meinen Kommandeur ins Spiel zu bringen. Ich lese nochmal vor. Kadur Doomskar-Krieger. Legendäre Kreatur, Dämon Berserker, 4-3. Wenn der ins Spiel kommt, greifen bis zu deinem nächsten Zug Kreaturen, die deine Gegner kontrollieren, in jedem Kampf an, falls möglich, und greifen einen anderen Spieler als dich an, falls möglich. Also ihr beiden dürft euch jetzt ihr müsst euch gegenseitig angreifen. Und immer wenn eine angreifende Kreatur stirbt, verliert jeder Gegner einen Lebenspunkt und ich erhalte einen Lebenspunkt dazu. Und dann gebe ich ab. Ja, cool. Dann geht mal in meinen Zug. Zieh meine Karte. Dann spiele ich mal Land. Ja, wie machen wir das? Okay. Ja, dann muss ich wohl angreifen, glaube ich, ne? Mhm. Ja, und da ich nicht Micha angreifen darf, da ich nicht Julian angreifen darf, muss ich wohl Micha angreifen mit einer 6-4 fliegenden Kreatur. Ja, ich muss dann hart Schaden nehmen. Jo, dann 12 werden das dann. Und das ist ein Commander-Schaden, ne? Mhm. Ja, aber ist ja dann 12 von dem anderen Commander, ja? Ja, ja. Mhm. Ich sag nur. Da mag ich mal 12, ne? Mhm. Das ist so ein Brandbeschleuniger hier, die Kassauro. Die bräuchtest du eigentlich auch in dem Deck. Ja, also. Das, ja. Boom.
So, dann habe ich hier 8 Mana. Was kann ich denn damit noch Blödes anfangen? Möchte ich diese Karte dafür opfern? Ich weiß ja nicht. Ich glaube, du musst was machen, sonst bist du gleich ziemlich... Wir müssen genauso tun wie ich. Naja. Kann Blocker legen. Du hast sogar Trampelschaden. Cool. Wodurch? Was? Der Blocker. Der kann trampeln. Ja, dann muss ich das wohl machen, ne? Mhm. Dann würde ich ganz gerne einen Planeswalker wirken, nämlich Gideon Jura. Der kostet 2 Weiße und 3. Ist ein Planeswalker, kommt mit 6 Marken ins Spiel, Loyalitätsmarken, und hatte 3 Fähigkeiten. Einmal die +2-Fähigkeit, das ist auch die, die ich gleich einmal benutzen werde. Sagt, während des Zuges eines Gegners meiner Wahl müssen alle Kreaturen, die der Spieler kontrolliert, Gideon angreifen, falls möglich. Und für -2 zerstört er eine getappte Kreatur. Kann ich ja nicht, weil die fluchsicher ist. Und für 0 würde Gideon bis zum Ende des Zuges zu einem 6-6-Mensch-Soldaten-Kreatur werden. Und der immer noch ein Planeswalker ist. Und ich verhindere allen Schaden, der ihm in diesem Zug zugefügt werden würde. Dann, wie gesagt, +2. Ja, Micha, anstatt mich anzugreifen, musst du leider diesen Gideon angreifen. Also der sagt, alle Kreaturen, also sagst du das auf mich als Spieler, genau. Ja? Und alle Kreaturen, müssen Gideon angreifen. Müssen Gideon angreifen, genau. Das gilt nur so lange, wie Gideon da ist, ne? Korrekt. Okay. Wollen wir so ein Interessensfrage? Ja, ja. Okay, dann tapp ich mal, ne? Nee, das war ja sogar seine Fähigkeit, also nur bis oder nicht. Das hast du jetzt nur durch die +2, also nicht solange er da ist. Nein. Während des nächsten Zuges eines Gegners greifen alle Kreaturen, die der Spieler kontrolliert, Gideon Jura an, falls möglich. Ja, weil er meinte, solange er im Spiel ist, aber vielleicht nimmst du ja gleich... Ja, wenn er nicht mehr im Spiel ist, dann kann er ja nicht mehr angegriffen werden, deswegen. Achso, ich enttappe mal. Mhm. Dann ziehe ich mal. Das heißt, wenn er jetzt nicht mehr da wäre, dann könnte er doch wieder andere Ziele angreifen. Wie groß ist der? Der hat 8. 8. Das ist natürlich auch echt stark. Ne? Der ist echt stark. Ja gut, ich kann ihn halt angreifen, ne? Und dann... Muss sogar, ne? Also er ist ja jetzt keine Kreatur, sagen wir nur Planeswalker. Er stirbt dann einfach und ist weg, ne? Das wäre dann potenziell so, ja. Ich glaube, das ist ein guter Plan. Dann machen wir ihn mal einfach weg. So. Ich bin nur noch auf 17. Ich will natürlich auch ein bisschen Defense legen hier. Okay. Also der werde ich gleich an. Man muss ja nicht mit. Muss dann mit ja. Wenn müssen alle angreifen, ne? Aber ja. Was denn? Der müsste gleich theoretisch noch auch angreifen, aber. Durch meinen Kommandeur. Ja, durch den Kommandeur, okay. Wir müssen alle meine Kreaturen angreifen. Genau. Ja? Okay, dann muss der Schatten aufmachen. Okay, dann kommt erstmal. 1, 2 rote. Das ist hier für Hellsicht. 3 Mana brauche ich hier an Wurf, weil ich habe den Diener darauf gesehen. Dann kommt mal, boom, Donnerbruch-Regentin. Ist ein 4-4er Drache fliegend. Immer wenn ein Drache, den du kontrollierst, das Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit wird, dem bzw. die einen Gegner kontrolliert, fügt die Donnerbruch-Regentin jenem Spieler 3 Schadenspunkte zu. Und das ist ja wieder eine rote Quelle, das heißt, das wären aus 3 Schadenspunkten, wären es dann 6 Schadenspunte. Ne? Das ist ja auch, aber ist ja das egal, ob es eine rote Quelle. Also egal. Alle Quellen. Ne? Also einfach doppelt. Ne? Ja. Ja. Guter Brandbeschleuniger. So, also dann habe ich das jetzt hier mit Hellsicht 1 gewirkt und das haben wir wieder Trigger. Ne? So, also das heißt erstmal Hellsicht 1. Ich ahne schlecht. Mhm. Ist gut. So, dann Trigger. Immer wenn ein Drache unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Goldmarke auf den Hort des Drachen. Das ist aber orange. Ja, egal. So, dann Garouks Aufstand. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 4 oder mehr unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Ziehe ich mal eine Karte. So, Land habe ich noch nicht gespielt. Dann kommt nämlich mal ins Spiel die Zuflucht des Geisterdrachen.
Zuflucht des Geisterdrachen. Habe ich schon gesagt, ich finde das Deck super. Zuflucht des Geisterdrachen sagt, erzeugt für Tappen ein farbloses Mana. Oder für Tappen erzeugt ein Mana einer beliebigen Farbe. Gibt dieses Mana nur aus, um Drache-Kreaturen zu wirken. Oder, und das ist das Nice an der Karte, für zwei Mana und Tappen und Opfern. Zuflucht des Geisterdrachen, bringe eine Drache-Kreaturen-Karte oder Ugin-Planeswalker-Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf deine Hand zurück. Ja, kann ich also immer noch mal wieder schön gucken, zum Beispiel, ja, jetzt könnte ich irgendwie zum Beispiel noch mal Höllendrachen auf meine Hand nehmen oder die Feindtierhöhle oder den Muscheldrachen oder so. Oder? Ich finde toll, wie du auch immer andere davon überzeugt, seine Karten schön zu finden. Sehr toll. Gegner, also, ja, dann macht ihr ja auch das. Also, du bist ja ein Pre-Constructed-Deck, das ist gut, das ist ein gutes Deck, das kannst du auch mal spielen, vielleicht in der Mitte. So, okay. Wenn du mal gewinnen möchtest. Der Tobi beim nächsten Mal, ja. Genau. So, der kann gegen eine Kreatur kämpfen. Das würde damit funktionieren. Aber dann habe ich tatsächlich nicht genug Mana dafür, glaube ich. Ne? Ich muss ja wegopfern. Und zwei, das heißt, ich hätte noch 1, 2, 3, 4, 5. Er kostet aber 7. Dann können wir das ja immer noch später machen. Dann warten wir erstmal. Ne? Weil kämpfen lassen ist ja auch aber immer. Aber wenn du ihn tötest, dann brauchst du ihn noch nicht mehr angreifen. Doch. Nee, weil er seine Gideon-Fähigkeit. Er selbst sagt ja auch, dass er angegriffen werden muss. Ah, also angreifen muss trotzdem und ich glaube, dass diese Fähigkeit auch unabhängig von dem Kommandeur ist. Ja, genau, also selbst wenn der Kommandeur jetzt das Spiel verlässt, sind die Kreaturen trotzdem dazu gezwungen anzugreifen. Mhm. So. Die ist wie stark? 6-4. 6-4. Okay. Dann muss ich erstmal angreifen, habe ich gehört. Ne? Dann greife ich doch mal an. Du hast Gideon Jura, der ja selber keinen Schaden verursacht, weil er ja ein Planeswalker ist. Ich würde, bevor du angreifst. Ich möchte meinen Angriff übergehen. Ja, jawohl, Sir. Würde ich eine Chaos-Schleife auf Gideon Jura wirken. Oh! Die sagt, es ist ein Spontanzauber. Der Besitzer einer bleibenden Karte meiner Wahl mischt sie in seine Bibliothek und deckt dann die oberste Karte seiner Bibliothek auf. Falls es eine bleibende Karte ist, darf er sie ins Spiel bringen. Darauf möchte ich, glaube ich, reagieren. Cool. Darauf muss ich reagieren. Und zwar mit wir haben hier keinen Deal am Laufen, ne? Das wir haben hier keinen Deal. Ist ja in meinem Interesse. Ziehe ich mir mal ein blaues Mana in den Pool. Und dann würde ich die ganz gerne opfern, um eine Karte zu ziehen. Die Chaos-Schleife liegt noch auf dem Stapel. Da ist jetzt ein Counterspell. Nein, ist er nicht. Nee. Ja, dann passiert das. So, dann wird der mal in die Bibliothek gemischt. Genau. Wenn er jetzt ganz viel Glück hat, kommt er natürlich, aber dann, ja, aber er dann die Fähigkeit. Ist es, das ist ein neues Objekt, also wenn... Also dadurch, dass er jetzt nicht mehr da ist, muss ich ihn angreifen. Genau. Du musst mich angreifen. Ich muss ihn angreifen, ich wollte weil das gilt ja weiter. Ja, weißt du, ich wollte ja, ist das Team Trader hier. Und der nächste raus. Der Kicker. Also, ihr habt da was laufen. Ich habe auch, auch selten so eine schnelle Kommandorunde, aber es liegt einfach, wie die Karten dann kommen. Ne? Ja, deshalb, also, Brett hat ja mit der Karte und der ist natürlich... Doppelschlag plus Doppeldamage ist halt... Obwohl ich auch sagen muss, das also überhaupt als Commander mit Doppelschlag, das ist schon auch ziemlich OP, finde ich. Also, weil das ist ja mit Commander-Schaden schon ziemlich krass. Mhm. Also, und das sind die Commander-Starter-Decks. Da sehen wir auch nochmal, der Level ist wirklich super. Also ja, absolut. Ich merke also, keinen Unterschied zu normalen Decks. So, ich möchte nicht verantwortlich sein. Wer hebt ab? Ich habe ja sonst nichts mehr zu tun. So, mal zur Erinnerung, das, was er jetzt aufdeckt, wenn das eine bleibende Karte ist, dann darf er die einfach ins Spiel bringen. Das heißt, vielleicht zieht er irgendwas. Nice! Besser Magic. Das kommt sogar Länder. Ja, natürlich. Das ist ja zwar ein Kontermaler, aber naja. Das wäre jetzt richtig heftig. Ist er weg? Noch nicht. Noch nicht. Nein, der Gideon ist weg. Der Gideon ist jetzt weg. Der Gideon ist weg. Darfst du weitermachen. Du musst jetzt angreifen. Ich habe aber noch, ich habe gesagt, ich hab noch ein blaues Mana im Pool. Ich habe gesagt, ich gehe in meine Attack Phase. Das willst du immer noch tun? Das muss er ja. Ja, muss ich ja. Ja, kann ja sein. Kann aufgehen. Also, Micha möchte ja in die Attack Phase gehen. Mhm. Und darauf hat Julian reagiert und hat gesagt, Moment, bevor du in die Angreifer-Deklaration gehst, mache ich was. Mhm. So, und jetzt ist quasi noch mal etwas auf den Stapel gelegt worden, beziehungsweise vom Stapel entfernt worden, nämlich diese Chaos-Schleife. Das bedeutet, jeder Spieler bekommt noch mal Priorität und erst wenn alle Spieler nichts machen wollen, darfst du in deine Angriffsphase gehen. Aber ich habe ja noch ein blaues Mana, vielleicht. Ja, glaub, dann mache ich sogar noch was. Weil du bist jetzt ja ausgetappt, ne? Bis auf ein schwarzes Mana, das ich jetzt noch verstecke. Aber da kann man nicht so viel machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana hätte ich. 7 Mana hätte ich.
ich gerade so einen schönen Gedanken, was ich damit mache. Ne? Du wolltest doch ihn verstehen. Ah, jetzt weiß ich wieder, was ich machen wollte, genau. Richtig, danke für den Hinweis, das wollte ich tun. Ja, ich nehme mal ein farbloses. 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Kommt bei mir nämlich auch, also jetzt, so, der kam gerade ins Spiel. Jetzt kommt auch noch ins Spiel bei mir ein Sarkhan-Drachensprecher. Sarkhan-Drachensprecher. Ist für 5 Mana legendärer Planeswalker Sarkhan, kommt mit 4 Loyalitätsmarken rein und sagt für +1. Bis zum Ende des Zuges wird Sarkhan Drachensprecher zu einer legendären 4-4 roten Drache-Kreatur mit Flugfähigkeit, Unzerstörbarkeit und Eile. Er verliert, er ist so klein geschrieben, er verliert keine Loyalität, während er kein Planeswalker ist. Genau. -3 ist eine tolle Fähigkeit, -3 finde ich super. Sarkhan, Drachensprecher, fügt einer Kreatur deiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Und -6, du erhältst ein Emblem mit zu Beginn deines Ziehsegments ziehst du 2 zusätzliche Karten und zu Beginn deines Endsegments wirfst du deine Hand ab. Dann geht also richtig Speed-Modus an. Ne? Mhm. Sarkhan kommt rein mit 4 Loyalitätsmarken. Das ist okay für mich. Das ist er. Dann mache ich mal die -3 Fähigkeit und der fügt einer Kreatur meiner Wahl 4 Schadenspunkte zu. Dann ist er auf 1 und fügt mal da die 4 sogar Schadenspunkte. 8. Dann sogar 8. Genau, das heißt, er geht wieder in die Kommandozone. Kommandozone. Du müsstest gleich, um ihn zu wirken, 2 Mana mehr bezahlen, wenn du das denn möchtest. Jetzt dürfte ich ja sogar dich angreifen. Nee, das geht nicht. Nee. Weiter. Das gilt weiterhin. Er sagt ja nicht, solange er im Spiel ist, sondern wenn er ins Spiel kommt, dann passiert das. Hätte ich auch nicht gemacht. Nee, natürlich. Nein. Weil ich find, hätte ich jetzt auch so gesagt. Ja. Die Verzauberung ist super. Das heißt, alle meine Kreaturen müssen jetzt immer noch Patrick angreifen oder nicht? Korrekt. Oder kann ich jetzt angreifen, wenn ich will? Nee, du musst mich angreifen. Mit den beiden, die da waren, die genau, angreifen. Genau, die beiden. Du könntest halt theoretisch die Flinkfußstiefel noch auf deine Regentin umrüsten. Nee, ich möchte ja meinen Commander schön beschützt halten. Dann kommen die beiden mal zu dir. Und ja, wir haben es ja gerade schon gelernt, also das war jetzt 6 Schaden, ja. Commander Damage. Moment. Also, okay. Du greifst mich ja an. Ich greife dich an. Ich habe ja hier eine Hesperia liegen. Die sagt nämlich immer, wenn ich oder ein Planeswalker, den ich kontrolliere, angegriffen werde, siehst du, darf ich eine Karte ziehen. Okay. Darf ich 2 Kreaturen angreifen, darf ich 2 Karten ziehen. Cool. Dieses blaue Mana ist erstmal weg. Pokerface Johnson am Start. Dann würde ich ganz gerne eine Entzauberung auf dieses anhängen. Leider habe ich nichts gezogen. Also nochmal zur Erklärung. Ne? 6 Punkte Erstschlag. Ihr habt ja Doppelschlag. Ne? 6 Punkte Erstschlag. 12. Werden zu 12. Regulärer Schaden und nochmal verdoppelt. Bam, bam. Und dadurch, und dann Commander. Ne? Da brauchst du ja 21. Zack, machst 24 Schaden. Kannst du nicht in die andere Richtung drücken. Also, aber ich habe ja trotzdem. Das ist aber bitte sogar eins negat. Also so. Dann ganz korrekt. Also wenn ihr euch das Deck kauft, dann guckt, dass ihr diese Karte noch dazu holt. Das ist einfach böse. Vielleicht ist sie ja sogar in dem Deck, aber das glaube ich nicht. Aber das passt. Bin ich kaputt. Ja. Dann. Sieht trotzdem noch gut für dich aus. Ja, sieht trotzdem noch gut für mich aus. Ne? Und ich könnte jetzt natürlich einmal nochmal abschmatzen, so, aber ich glaube mit dem Abschmatzen. Ich würde es feiern. Schmatz erstmal ab. Ich noch. Die Karte ziehen, ja, ich kann ja eventuell wieder noch spontan zocken spielen. Also, weißt du? Ende deiner Runde. Das hätte ich an deiner Stelle auch so. Insofern warte ich mit dem Abschluss noch, will ja einfach nur ein bisschen. Ja, mach mal. Okay. Dann gehe ich in meine Runde. Ich bin mal gespannt, was der jetzt kommt. Ich glaube, ihr könnt schon mal eure Sachen packen. Ich kann mal noch andere Goldbärchen erschmatzen. So, während Micha schmatzt, mache ich erstmal für 5 Mana. 2, 3, 4. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir nicht zu viel Mana wegnehme. Ne, passt. Für 3, 5 Mana mache ich einen Mana-Geysir. Das nächste Ei. Ich erzeuge ein rotes Mana für jedes getappte Land, das meine Gegner kontrollieren. Das sind 1, 2, ist ja gut, dass ich nicht getappt habe. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Korrekt? Mhm. Das war Nummer 1. Ich habe 8 rote Mana. Dann mache ich für 5 Mana 1, 2, dann 3 von den 8. Können wir das mal vielleicht mit dem Würfel, genau. Das heißt noch 5.
würde ich einen Spontanzauber mal Fegors Atem, der fügt jedem Gegner 5 Schadenspunkte zu. Darauf reagiere ich selber, nehme die restlichen Manas plus das. Das reicht, ich brauche gar nicht so viel. Mach noch einen wilden Querschläger. Ich kann neue Ziele für einen Spontanzauber deiner, meiner Wahl bestimmen und den dann kopieren und neue Ziele wirken. Ich kopiere den, das heißt, der liegt jetzt zweimal auf dem Stack. Das heißt, ich würde jetzt 10, 20 Schaden jedem Gegner schießen. Das ist ja gut, dass ich nicht abgeschmatzt habe. Denn dann möchte ich mal reagieren, weil wir haben ja das Problem, dass der Schaden hier einfach so hart verdoppelt wird. Ne? Dann zahle ich mal ein grünes und ein beliebiges Mana und spreche als Spontanzauber Rückkehr zur Natur. Zerstöre ein Artefakt deiner Wahl, zerstöre eine Verzauberung deiner Wahl, es schicke eine Karte deiner Wahl, das ist ein Friedhof des Ziel. Ich möchte mal die Verdoppelungsverzauberung zerstören. Okay, da kann ich nichts... Boom. Aber es ist Lass doch mal weg, weil Mana ist ja verbraucht. Ja. Genau, ich habe 5 und dann brauchte ich das hier gar nicht, aber das spielt, glaube ich, keine Rolle, weil es hat ja nur, wo habe ich es? Das hat ja nur 5 gekostet, wo hatte ich es? Da. 4 gekostet, genau. Dann habe ich sogar noch 1 übrig von dem, von den roten Mana. Ich glaube, das spielt keine, spielt hier keine Rolle. Okay, das heißt, die geht weg? Ja. Mhm. Cool, oder? Trotzdem liegen die beiden Sachen ja. Ja. Das heißt, 10 gibt es immer noch, ne? Damit lebe ich immer noch. Okay. Bist du bei 7. 7. Aber du machst jetzt auch keine doppelte Geschichte mehr. Pass mal auf. Zeig dir gleich, was ich kann. Boah, dass er da noch was drauf hat, ne, als Reaktion. Ich hab's jetzt abgehauen. Nur weil ich nicht abgeschmatzt habe. Ich wollte nicht abgeschmatzt. Ich wollte das bisschen Schaden ziehen. Ich hab's leider nicht gezogen. Nee. An mir kommt niemand vorbei. So, jetzt hätte zwei. Nee, dann bist du dran. Cool. Schade. Ja, dann ertappe ich doch mal. Also, man kann. Das ist heute Michas Tag. Man kann eigentlich Commander auch stundenlang spielen, aber das liegt jetzt ja wirklich mal gut hier, muss ich sagen. Und Magic ist ja ein Optionsspiel. Das heißt, ich kann ja wirklich unglaublich viel machen. Erstmal ziehe ich mal meine Karte. Das ist so heftig. Das ist so krass. Dann müssen wir jetzt aber nochmal über Belanden reden. Ja, wir machen nochmal. Warte mal. Ach, die Doppelungsverzauberung ist ja weg, ne? Ja, das tut mir leid. Okay, das macht aber nichts, weil dann zeige ich mal, was ich sonst noch hätte trumpfen können. Dann machen wir mal ganz easy. Erstmal, mehr Mana ist immer gut, ne? So, mehr Mana ist immer gut. Dann kommt mal. Der hat auch noch Eile. Ich zauber mal so ein bisschen, ne? Wir machen mal. 3 kann ich auch ruhig nehmen. 4. Für 4 Mana kommt erstmal die nächste Verzauberung. Ja, Verschmelzung des Feuers. Drache-Kreaturen, die du kontrollierst, er hat einen +3/+3. Warum nicht? Das ist ja schon mal schön, wenn der Drache Doppelschlag hat. Das haben wir ja alle gelernt vorher, wie das funktioniert. Ne? Und das sind ja auch alles Drache-Kreaturen, wenn ich ihn gleich zu einer Kreatur mache. Ne? Du hast aber nur noch einen Mana, auf dem du kannst richtig hart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mana hätte ich noch. 7 Mana habe ich noch. Zum Zurückholen. Wenn ihr auch mal mitspielen wollt, holt euch gerne ein Ticket. Das macht sehr viel Spaß. Ja. Gewinnt den Preis. Einfach neue Opfer braucht der. Aber Rot-Grün darf mich ja nicht mehr spielen. Spielt aber nicht die Chaos-Schleife auf den anderen Spielern. Jetzt weiß auch, warum ich nie Rot-Grün spielen darf. So. Ja, okay. Ja, dann einfach auf die Fresse jetzt. Ne? Dann einfach auf die Fresse. Ja, dann mache ich mal Sarkhan für +1 zu einer 4-4 roten Drache-Kreatur mit Flugfähigkeit und Eile und Unzerstörbarkeit auch noch. Die Sachen kriegen ja alle +3, ne? Er bleibt als Blocker. Das heißt, hier haben wir dann 7-7. Hier haben wir 7-7. Hier haben wir 9-4? 9-7. 9-7. Und alle mit Doppelschlag. Der hat noch Doppelschlag. Alle haben ich glaube nicht, das reicht. Alle haben Doppelschlag? Ja, immer wenn ein Drache angreift, bekommt er Doppelschlag. Ach, alle haben Doppelschlag. Also, das sind auch Drachen nicht. Okay, dann kriegen wir Doppelschlag. Den Blocker brauchst du nicht. Mega krass.
Also, das wird auf jeden Fall gekauft, das Ding. Ja, also, pass auf, weil wir müssen das direkt teurer machen bei Trailer. So, aber, das, also, alle, das also nur mal nicht. Schaden zusammenrechnen, also alle haben es doch. Ich gehe dann schon. Ja, also, der hat jetzt 9, der macht 18 Commander Damage, ne? Was so das Trümpflein in der Hinterhand war, mit der Verdoppel, und hast du nicht gesehen, ich hätte noch gehabt, Wut entfesseln. Verdopple die Stärke einer Kreatur deiner Wahl bis zum Ende des Zuges. Dann macht er nicht 18, dann macht er 36. Guck mal, damit. Plus nochmal hiervon. Wenn meine Verzauberung 14, liegen würde, 72. Plus nochmal die 14 davon. Oh Mann, ey. Also. Boom, Leute. Ja. Micha, gutes Spiel. Ja. Ich muss noch dein Lebenspunkt benutzen. Also, ja. Guck mal. So. Ja, danke. So, alle rausgehauen. So, jetzt haben wir gesehen. Habe ich so eine schöne Kombo gehabt. Ja, die Kombo war wirklich sehr schön. Ja, ich fand die, also wir haben gesehen, GameGenic kann Magic spielen, aber Trader auch. Ja, also mit dem Deck war das auch nicht problematisch. Wir haben lange nicht mehr so einen Lauf gehabt, wie bei dem Deck jetzt hier. Die Verzauberung war natürlich super. Ohne die Verzauberung hätte das Ganze, glaube ich, auch nochmal anders ausgesehen. Ja, genau. Wir werden es ja noch unboxen. Also schaut euch die Unboxings an. Wir haben gesehen, Commander ist kein Einsteigerformat. Ist wirklich ein bisschen komplexer, weil einfach sehr viel am Tisch passiert. Gut, dass du da warst, ne? Und ja. Die ganze Nummer als Schatz hier. Aber man hat unendlich viel Spaß, wie ihr es gesehen habt. Ja, ja. Nein. 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 Und das war jetzt ein schnelles Matchup. Ja. Also wie gesagt, irgendwie, wenn ihr noch mal ein bisschen gucken wollt, wie sich Magic spielt, einfacher, schaut euch mal unser Video an. Das Magic Einsteiger Tutorial, Magic spielen lernen, wenn es komplexer werden kann. Ich finde super, dass jetzt Commander Starter Decks rausgekommen sind. Ne? Ja, nochmal vielen Dank, Tobi, dass du beigekommen bist. Ne? Immer vielen gerne. Dank, Julian, entsprechend auch hier dabei zu sein. War richtig cool. Ja. Auch wenn es jetzt eine schnelle Runde war, muss man nochmal sagen. Aber ich fand's geil. Das glaube ich. Wollt ihr auch noch was sagen? Oder sind wir raus? Ja, ich mach noch so, damit wir alle auch noch irgendwie so ein bisschen Leben haben. Ne? Ja, also so, ja, ja. Nicht ganz tot. Okay, genau. Nicht ganz tot. Dann machen wir jetzt kam raus und dann machen wir nochmal. Ne, machen wir nicht nochmal, weil dann greifen alle zuerst mich an. Das kenne ich ja schon. Nein. Alles klar. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ne? Und wie gesagt, schreibt eure Feelings in die Kommentare. Like das Video, abonniert den Kanal, suchtet euch alle anderen Videos durch. Kauft euch gerne Game-Jenning-Artikel, sind natürlich super. Ne, guck mal, das hat die Karte. Ist das lieb? Das war nur wegen dem Sleep. Ne? Alles klar. Und dann sind wir raus. Bis dann. Tschüss. Ciao.